Ich meine, was ist das für eine Zumutung zu sagen, ja, also wenn ihr nicht genügend spart, dann wird der Strom in diesen Zeiten, was die Spitzenstromzeiten sind, einfach abgeschaltet. Mal hier, mal da. Naja, das ist eine Bevormundung, die natürlich auch auf Autarkieverlust beruht. Das heißt also, die Menschen werden autokratisch mehr oder weniger an die Wand gespielt. Und das ist das Problem. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, was wir ja auch immer wieder sagen, sich auf eigene Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen von diesem Chaos, was da droht. Das ist ja noch nicht das Ende, sondern es fängt ja gerade erst an. Deshalb reden wir darüber, dass man sich zum Beispiel über so einen Ecoflow entsprechend die Stromreserven erst einmal sichern kann, um bestimmte Kaltzeiten zu überbrücken, die eben halt dramatisch sein können, sodass man sich eben halt doch was Warmes zu essen antun kann. Wobei Essen kann man natürlich auch über kleine Öfen und so weiter regeln, auf offenem Feuer. Das sind ja auch alles so Dinge, die noch gar nicht richtig verstanden wurden. Was bedeutet das eigentlich, wenn viele Leute anfangen, jetzt mit offenem Feuer rumzuhantieren irgendwo, ohne einen entsprechenden Ofen zu haben, den man ja zum Beispiel vorbereitend sich besorgen kann. Wir weisen da ja auch ab und zu drauf hin. Dann entsteht auch die Gefahr der Feuergefahr beispielsweise, die wird ja immer größer. Oder auch die Erstickungsgefahr, weil die Leute zum Beispiel ein Feuer machen und vergessen dabei, ein Fenster ein Stück weit aufzumachen, weil sie sagen, da geht ja dann die ganze Kälte rein oder beziehungsweise die Wärme raus. All diese Dinge sind ja noch Dinge, die wir gar nicht kennen. Wir sind ja völlig weg von den Gesetzen der Natur und aus diesem Grunde ist es unglaublich wichtig. Übrigens, diese Ecoflow-Geschichte, das habe ich gerade gesehen, die sind ja jetzt gerade bis zu Weihnachten sogar noch mit so Sonderrabatten versehen. Und das finde ich wirklich außerordentlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es jetzt besonders entscheidend zu erkennen, gerade wo es jetzt kälter wird. Jetzt merkt man es natürlich am eigenen Leibe, was es eben bedeutet, wenn man frieren muss oder eben halt ohne die entsprechende Stromversorgung da sein muss. Und das ist wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es hier nicht darum geht, einfach nur irgendwie zu werben oder irgendwie so etwas, sondern dass es wirklich darum geht, dass es eng wird bei vielen Menschen. Dass eine Stromeinsparung eingeführt wird, und zwar am Vormittag von 8 bis 12 Uhr, weil das eben die Spitzenzeiten sind. Die Energieministerin Frau Gewessler lobte sich selbst, dass alles gelungen sei, was so viele bezweifelt hätten. Und dann ist heute die Meldung, eine Alarmmeldung erschienen aus ihrem Ministerium. Was heißt denn länger anhaltend? Hieß es denn nicht, dass Österreich und auch Deutschland super durch den Winter kommt? Das kann natürlich nicht der Fall sein, weil volle Gasspeicher sagen überhaupt nichts aus, weil es nur Puffer sind. Man lebt eigentlich immer von dem Gas, was ständig und jeden Tag zugeführt wird und nicht, indem man irgendwelche Behälter leert. Behälter leeren bedeutet, die Puffer entsprechend rauszunehmen. Also dieser Preis, der hier gerade eingefordert wird von den Menschen, zwischen 8 und 12 Uhr Strom zu sparen, ist ja ein extrem teurer Preis, den die Menschen zahlen müssen. Die Frage ist, wofür? Und das kann man eigentlich relativ einfach beantworten für die Sanktionen gegen Russland. Diese Sanktionen aber mittlerweile dazu führen, dass Russland Rekordgewinne einfährt, weil sie zu wesentlich mehr Geld als je vorher auf Kosten der europäischen Bevölkerung jetzt ihre Waren verkaufen können über Umwege und so weiter. Das heißt, der gesamte Markt, ob das jetzt Indien ist, ob das jetzt Russland ist oder eben halt auch andere Verbündete von Russland wie China, die verdienen ein Schweinegeld momentan an diesen Sanktionen. Mit anderen Worten, diese europäischen Sanktionen gegen Russland sind ja real gesehen ein Förderprogramm der russischen Wirtschaft. Und dieses Förderprogramm der russischen Wirtschaft, was unter dem Fehlbegriff Sanktionen läuft, das muss jetzt der Europäer so teuer bezahlen, dass er nicht einmal mehr einfach seine Waschmaschine anmachen kann, wenn er meint, es ist jetzt an der Zeit. Es ist wirklich irre. Sie hat es ausgeweitet, also vormittags 8 bis 12, abends von 17 bis 19 Uhr. Also wenn die Familien nach Hause kommen, wenn die Kinder da sind, wenn Essen gekocht wird, wenn man beisammen sitzt und in der warmen Stube oder in der warmen Küche den Tag Revue passieren will. Jedenfalls war das ein Modell, das ich noch kannte und wir auch noch kennen hier. Und in der Zeit will sie also den Strom abschalten. Ich meine, Andreas, ich frage dich jetzt mal, 8 bis 12 Uhr, das gilt ja, wenn das für ganze Ortschaften und so weiter
der Plan ist, dann gilt das ja auch für Unternehmen. Was mache ich denn, wenn ich in einem Unternehmen hocke und der Strom wird abgeschaltet? Ich habe aber einen Laptop, ich habe zu tun, ich habe ein Mobiltelefon. Wie realitätsfremd ist das? Naja, das ist ja nicht nur die wirklichen Mobiltelefone und die Kommunikation, sondern auch die richtigen Produktionsanlagen, die ja auch mit Strom laufen. Das ist ja noch viel dramatischer. Ich hatte jetzt nur mal an die Bürger gedacht, die aber auch in Unternehmen arbeiten. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich auch ein weiterer wichtiger Punkt. Das ist der volkswirtschaftliche Schaden, der dazukommen wird, weil es wird immer vager und immer kritischer. Und es bedeutet, dass die Prognose und die Grundlagen, die man braucht, um im Prinzip Vertrauen zu haben, ein Unternehmen in Europa zu führen, mittlerweile vollends verschwunden sind. Das ist ja der eigentliche Punkt. Das heißt also, die Menschen, wenn sie abends nach Hause kommen, dann gibt es zum Abendbrot nur noch kalte Küche, Türen und Fenster auf. Das war's dann. Und dann sitzen sie in ihrer fröstelnden Bude und können sich nicht mal mehr die warme Suppe leisten. Und das Ganze nochmal, um damit das Förderprogramm der russischen Wirtschaft zu finanzieren, unter dem Namen der EU. Es geht hier auch um geplante Stromausfälle. Andreas, das scheint ja, es ist ja auch für Deutschland vorgesehen, was Herr Habeck und dein Lieblingschef der Bundesnetzagentur Klaus Müller angekündigt haben, dass man einfach dann mal den Strom abschaltet. Das sind ja alles Pläne, die in anderen Ländern außerhalb der EU gar nicht so thematisiert werden. Aber innerhalb der EU, die scheint mir da wirklich durch Brüssel auch organisiert, auf verheerende Pläne zuzulaufen. Naja, wir leben eben halt in gerade dieser EU, in einer wirklich künstlich gemachten Vollkasko-Mentalität. Man geht immer davon aus, der Staat oder die Organisation, die da drüber ist, die hat da gefälligst für zu sorgen. Das sehen wir dann an solchen skurrilen Geschichten, wie wenn beispielsweise vor wenigen Jahren irgendwo eine Fluglinie pleite gemacht ist und dann waren dort Menschen in Ägypten oder sonst wo in einem Urlaubgebiet und die konnten dann nicht mehr zurückfliegen und dann schrien alle ganz selbstverständlich nach dem Staat, der hätte sie gefälligst wieder zurückzuholen. Das zeigt so die Auswüchse dieser Forderung, die man an den Staat ständig stellt. Und genau das haben wir hier auch. Und was wir hier sehen, zum Beispiel bei uns hier in Kanada, hat zum Beispiel jeder ein Notstromaggregat. Deshalb spielt das auch gar keine Rolle, weil jeder weiß, es kann sein, dass das mal ausfällt. Wir hatten gestern zum Beispiel auch einen Stromausfall, weil wir einen großen Sturm hatten und da war für ein paar Stunden einfach mal der Strom weg. Und da muss man eben halt klarkommen. Und hier geht es ja jetzt in Europa darum, dass die Menschen diese Eigenvorsorge völlig verlernt haben, mit den Naturgesetzen überhaupt nicht mehr klarkommen, Kälte gar nicht mehr zuordnen können, weil sie sitzen immer drinnen im Warmen und wissen gar nicht mehr, wie es ist, wenn die Finger abfrieren, wenn einem richtig eisekalt wird. Das kennen sie höchstens mal von einem Winterspaziergang und das auch nur sehr, sehr selten. Und an dieser Stelle wird der Staat versuchen, den Blackout zu verhindern, indem er diese Inselabschaltungen macht. Das kann aber für mehrere Stunden laufen oder für einen Tag. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man hier zumindest die Eigenvorsorge hat, diese Löcher, die dann entstehen, zu überbrücken mit einem eigenen kleinen Aggregat.